So, hallo und herzlich willkommen im Wald zurück zur Baumbestimmung bzw. Sträucher. Und da haben wir hier schon mal einen recht häufigen Strauch. Das ist der Weißdorn. Leider ist hier viel Verkehr. So, der Weißdorn hat auch Dornen mehr oder weniger, aber er hat diese charakteristischen Blätter, die einmal hier und dann da nochmal zusätzlich zwei Blättchen quasi am Blatt haben, also diese doppelte Blattstruktur gefühlt. Ne? Einmal hier oben eine Blattstruktur, da unten nochmal eine Blattstruktur. Ist ziemlich charakteristisch, kann man eigentlich mit kaum was verwechseln. Ist ein Strauch, ne? Hier das kleine. Hier vielleicht nochmal ein etwas größeres Blatt. Er kann Früchte tragen, wenn dann die richtige Jahreszeit ist. Das sind so kleine rote Bierchen, hat man halbwegs gesehen, denke ich. Und ja, das ist es im Grunde. Wenn er Dornen hat, dieser hier hat jetzt keine, dann sind die nicht besonders groß und nicht besonders auffällig. Das merkt man also kaum. Der Vollständigkeit halber noch auf schlau, Crategus monogyna, eigentlich der eingriffliche Weißdorn. Es gibt noch den zweigriffligen Weißdorn, der ist aber super, super, super selten und den werde ich hier nicht finden. Deswegen tun wir mal so, als ob er gar nicht existiert. So, und dann haben wir noch eine ganz tolle Pflanze, insbesondere in der Kulturform, nämlich, Moment, hier kann man schön sehen, der wilde Wein, wie der Name schon sagt, ne, es ist tatsächlich wilder Wein. Das sind wilde Weintrauben, jetzt nicht zu vergleichen mit richtigen Weintrauben. Und im Wald habe ich dann auch garantiert weniger Wind. Ich bin heute leider ohne Windpuschel unterwegs. Da müssen wir jetzt einfach irgendwie mit leben. Habe ich schlicht und ergreifend vergessen, das Ding. Schade. So, da steht eine junge Esche. Auch hier werde ich ein klein wenig nachhelfen. Damit wir, Moment, dann muss ich jetzt kurz, ne, so, folgendes. Das ist ein Eschenblatt, das sieht verdächtig aus wie ein Nussblatt, das sieht verdächtig aus wie ein Ebereschenblatt. Deswegen heißt die Eberesche auch Eberesche, weil sie halt eschenartige Blätter hat. Die Eschenfiederblättchen, ne, also wer jetzt inzwischen noch nicht mitbekommen hat, das sind auch wieder, Fiederblätter, ja, und die Blättchen hier dran, die sind leicht gesägt, aber das sind sie leider auch bei vielen anderen Arten, die genau solche Fiederblätter haben. Deswegen, ich persönlich habe irgendwann mal aufgegeben, das Zeug an den jeweiligen Fiederblättchen unterscheiden zu wollen, mit Ausnahme der Nuss, die ist da durchaus charakteristisch. Und gehe bei der Esche, wenn es möglich ist, ganzjährig auf die Knospe. Moment, näher ran. Hier, seht ihr dieses fette schwarze Gebilde? Wartet mal. So, jetzt müsstet ihr es hoffentlich erkennen können, dass, was hier ist, nicht ganz scharf ist. Ich habe leider nicht unendlich Hände. Jetzt kommt schon wieder Krachmach-Maschine. Verbrennungsmotoren. egal, jedenfalls diese Knospe, die ist sehr charakteristisch. Aber wie gesagt, ich habe nicht genügend Hände, schärfer kriege ich sie nicht. Große schwarze pyramidenförmige Knospe. Einfach große schwarze pyramidenförmige Knospe merken. Kein anderes Pflänzlein außer der Esche hat eine große schwarze pyramidenförmige, insbesondere Terminalknospe. Das Dumme ist jetzt, wenn das Ding schon baumförmig ist, also wirklich hoch, dann werdet ihr die Terminalknospe nicht zu sehen bekommen, es sei denn, ihr könnt fliegen. Also ein typischer Baum, bei dem man Superman um Hilfe rufen muss, um ihn korrekt zu bestimmen. Nein, bei einer großen Esche ist es dann, ja, da muss man halt einfach davon ausgehen. Sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn wir noch eine finden, kann ich noch ein paar andere Sachen erzählen. Aber vorläufig kann ich nur sagen, wenn es eine große Esche ist, dann muss man einfach riechen, dass es eine Esche ist. Also nicht wirklich, weil die besonders riecht, aber ja, lassen wir das. Bei einer kleinen Esche kann man es jedenfalls so ganz gut erkennen. So, ein Hauch von Knospenbestimmung zwischendurch. Hatten wir ja auch gerade bei der Esche. Ja, das ist jetzt natürlich wieder schwierig mit dem Fokus. Hier haben wir eine sehr, sehr große, glänzende und klebrige Knospe. Also die ist wirklich riesig. Ja, das ist eine der größten Knospen, die wir bei heimischen Pflanzen überhaupt finden können. Zum Vergleich hier ein Finger. Ne? Also wirklich, wirklich, wirklich groß. Und sie fühlt sich richtig, also die bappt wirklich. Die ist richtig klebrig
Und damit ist das auch ein Bestimmungsmerkmal, das hier sehr hilfreich sein kann. Da haben wir es mit der Rostkastanie zu tun. Die ist schon so weit am Sterben, dass sie gar keine Blätter mehr hat. Die Rostkastanien haben dieses Jahr eh sehr, 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 sehr große Schwierigkeiten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ihr diese fette, richtig peppige, na, hier da sieht man, die zieht Fäden, wenn ich da dran lange und es klebt richtig an meinem Finger. Diese Knospe absolut unverwechselbar. Eigentlich sind wir noch nicht in der Jahreszeit für Knospenbestimmung, aber ist egal. In diesem Fall kann man auch eine Rostkastanie eben daran gut erkennen. So, hier steht jetzt so ein Strauch im Wald. Zoomen wir noch ein bisschen raus, dann kann man ihn ein wenig schöner erkennen. Also es geht um dieses Gebilde hier. Und da hole ich uns mal ein Blatt in der Hoffnung, dass ich dabei nicht den Hang runterfalle. Gar nicht so einfach. So, das ist wirklich gar nicht so einfach. Und da sehen wir, sieht so ein kleines bisschen eschenartig aus. Ne? Ein bisschen kürzeres Eschenblatt. Esche hätte mehr Fiederblättchen am Blatt. Holunder hat im Regelfall ein bisschen weniger. Aber so rein von den Fiederblättchen per se ist das viel zu leicht zu verwechseln. Ja? Aber der Holunder hat natürlich ein paar Bestandteile, die die Esche so nicht hat. Und was der Holunder auch nicht hat, ist die Eschenknospe. Wenn wir also die Eschenknospe danach Ausschau halten, dann können wir Holunder und Esche schon ganz gut unterscheiden. Grundsätzlich, der Holunder hat eh gar keine schwarzen Knospen. Finden wir also auch an einer größeren Esche irgendwo einen Zweig, den wir sehen können, an dem sich eine schwarze Knospe, es darf auch eine kleine schwarze Knospe sein, befindet, dann haben wir es mit der Esche zu tun. Beim Holunder, wenn wir einen Holunderast bekommen können, ohne den Hang runterzurutschen, heißt das. Da muss ich ein Stück weiter gehen, das ist uns echt zu gefährlich hier gerade. Zack, hier steht nämlich auch noch einer rum und der ist etwas, ich sag mal, etwas erreichbarer. Und jetzt noch aufpassen, dass die Kamera nicht umkippt beim Versuch hier. Okay, also, die sind eh alle weitestgehend ziemlich tot. Da kann ich mich ohne schlechtes Gewissen bedienen. Ne? So, und jetzt brauchen wir noch ein Messer. Und dann haben wir eins der sichersten. Also wenn ihr einen toten Ast findet, ja, jetzt keine Grünäste deswegen abschneiden. Außer es ist absolut erforderlich. Aber der Holunder hat ein auffallend, hier ist ein bisschen Dusch, da stelle ich gerade fest. Der Holunder hat trotzdem ein auffallend, jetzt, fettes Mark, ja, also das Innere vom Zweig ist auffallend mit einer dicken Markröhre ausgestattet und dieses Mark ist quasi styroporformig und lässt sich auch mit dem Fingernagel, ich habe jetzt das Messer genommen, aber er ließe sich auch mit dem Fingernagel ganz wunderbar aushöhlen. Ja, dickere Äste haben dickeres Mark, man kann da dann super Blasrohre, Pfeifen und sonstiges Zeug draus machen. Das ist also das Ding, wenn man wirklich nicht weiß, hat man es mit dem Holunder zu tun. Er hat natürlich auch Holunderbeeren, die Esche nicht hat. Aber das ist das Ding, das Alleinstellungsmerkmal. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die hohles Mark haben, beziehungsweise diese Styropormark, aber nicht, die sehen dann nicht aus wie Holunder. So. Fragt mich jetzt nicht, wie man die Holunders untereinander nochmal unterscheiden kann. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, das müssen wir ein andermal machen. Das Ding hier ist schon zu sehr am Aufgeben quasi. So, und jetzt steht hier nochmal so ein Teil rum, was ich letztes Mal als Rhododendron angesprochen habe. Ja, ich bin halt leider auch nicht perfekt und das ärgert mich natürlich jetzt enorm. Ich würde schon sagen, dass das Ding, wo ich letztes Mal gestanden bin, ich hätte es jetzt auch wieder als Rhododendron angesprochen. Und wenn jetzt nicht die große Diskussion gewesen wäre, ob es denn nicht eventuell die Lorbeerkirsche ist, dann würde ich auch bei diesem Ding spontan sagen, dass das einer dieser ollen, blöden Rhododendren-Dinger ist, die hier halt überall rumstehen. Aber ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen. Aber es ist kacke uneindeutig, ja, weil die Lorbeerkirsche ist eine Kirsche. Als Kirsche sollte sie haben, zumindest mal vereinzelt, hier am Blattgrund,
ne, am Beginn vom Stiel, so kleine rötliche Punkte, das nennt sich Nektarien, genau genommen extraflorale Nektarien. Das haben alle Kirschen mehr oder weniger. Und gerade bei der Lorbeerkirsche ist das durchaus ein so wie ich es gelernt habe, hilfreiches Bestimmungsmerkmal. Das Dumme ist nur, das ist jetzt eine Garten- und keine Waldpflanze und gehört bei uns nicht hin und ist unter Umständen auch invasiv und auf jeden Fall ein Neophyt. Deswegen, ich kenne mich mit dem Ding kaum aus. Ich sehe kaum jemals welche, weil ich ja nicht in Gärten, sondern im Wald rumrenne. Und zugegebenermaßen hat die von den Blättern her mit bestimmten Rhododendren, die bei uns in der Landschaft auch rumstehen, extreme Ähnlichkeit von den einzelnen Blättern her. Aber in diesem Fall ist es wirklich ausnahmsweise, also dazu muss ich ein bisschen ausholen, ja? Moment. Wenn ich aushole, dürft ihr mich auch dabei mal angucken hier. So, also, das Problem ist folgendes, Pflanzenbestimmung generell. Ja, es gibt die Methode, wie ich es euch hier zeige, irgendwelche charakteristischen Merkmale auswendig lernen und daran kann man es fast immer erkennen und dann ist es fast immer das Richtige. Ja? Das ist 90% zuverlässig, ungefähr. Ja? Wenn man die letzten 10% haben möchte, um wirklich absolut sicher zu sein, dass man es mit der entsprechenden Pflanze zu tun hat, dann muss man tatsächlich nach Schema F vorgehen. Und Schema F ist der sogenannte Bestimmungsschlüssel. Und das sind eben diese Bestimmungsbücher, die man kennt. Die wurden jetzt auch in den letzten zwei Teilen immer mal wieder in den Kommentaren kurz angefragt und kurz darauf eingegangen, dass die ja existieren. Ja, logischerweise tun sie das. Wer also mit einem Bestimmungsbuch Baum bestimmen, Pflanzen bestimmen, generell natürlich lernen möchte, darf das erstens gerne tun. Und zweitens, dann kriegt man so Begriffe wie wechselständig, gegenständig und so einen Krempel zu hören. Und diese Begriffe sind nicht unwichtig, aber für mich war es Pflanzenbestimmen immer viel angenehmer und viel einfacher. Erstens, wenn man es von jemandem hört, der die Pflanze schon sicher kennt und was der da individuell macht, um sagen zu können, dass es diese Pflanze ist und was dieser sich individuell für ein bestimmtes Bestimmungsmerkmal gemerkt hat, weil das einfach einfacher ist, als den kompletten Bestimmungsschlüssel auswendig zu lernen. Das geht gar nicht. Ja? Und deswegen habe ich ganz selten im Kopf, ob eine Pflanze beispielsweise diese ganzen Begriffe aus dem Bestimmungsschlüssel, gegenständig, kreuzgegenständig, wechselständig, spiralig um den Zweig angeordnet, all so ein Kram, das habe ich seltenst im Kopf, welche Pflanze was hat. Ja, und ich war mir jetzt wirklich nicht mehr sicher und das ist jetzt mein Fehler. Muss ich auch einfach jetzt zugeben, es ärgert mich wirklich. Es ärgert mich wirklich und ich versuche schon seit längerem zu überlegen, wie ich mich da jetzt rausquatsche, aber klappt nicht. Klappt nicht, scheiße. Das ist vermutlich viel eher ein Kirschlorbeer oder Lorbeerkirsche korrekter, also eine Kirsche, als eben ein Rhododendron. Und das war bei dem Ding im zweiten Teil wahrscheinlich auch so. Rhododendron hat fast identische Blätter. Ja, die sind auch lederartig. Die haben auch eine gewisse, von der Farbe, passt alles. Form, passt alles. Ja, das kann alles auch ein Rhododendron sein. Aber ein Rhododendron ist nicht wechselständig. Ja, und dieses dumme Ding hier ist wechselständig. Und das kann kein Rhododendron sein. Ein Rhododendron ist nie wechselständig. Ja, das ist das Problem. Kein Rhododendron. Und warum das so schwierig jetzt ist in der Bestimmung, liegt schlicht und ergreifend daran, dass es zig Rhododendren auf der Welt gibt. Der wird auch züchterisch verändert und es gibt 7 Milliarden Sorten von Rhododendron und es gibt 7 Milliarden Sorten von Kirschlorbeer. Und das, was ich mir eben als das eine Ding gemerkt habe, um Kirschlorbeer zu erkennen, ist, dass der hier an den Blättern, ne, hier, da, wo jetzt ein paar Zentimeter neben meinem Zeigefinger, da sollten sich kleine rote Punkte befinden. Und die nennen sich extraflorale Nektarien. Das Dumme ist halt, davon gibt es 7 Milliarden Züchtungen. Ja? Und diese scheiß Züchtung, die ist ganz kacke. Also ich finde die total hässlich und widerlich. Und giftig ist sie übrigens auch.
die hat keine extra floralen Nektarien und das ist eine große Frechheit. Ja, das gehört sich einfach nicht, böser Kirschlorbeer. Lorbeerkirsche, verflucht, ist denke ich auch schon falsch. Ja, egal, jedenfalls, das andere Ding war auch eine Lorbeerkirsche. Deswegen stimmt alles andere, was ich zur Bestimmung von Rhododendren gesagt habe, trotzdem. Weil das trifft auch alles so weit auf die Lorbeerkirsche zu, außer, wo habe ich denn jetzt hingeschmissen? Die Sache mit der Wechselständigkeit. Ne? Ach Mist, wo habe ich es? Da habe ich es hingeschmissen. Nee, habe ich nicht. Ach da. Yeah. Nochmal, wechselständig. Was ist wechselständig? Wechselständig ist, wenn die Blätter nicht nebeneinander, also wenn dieses Blatt einen Zentimeter weiter oben wachsen würde. Ja, und die wachsen quasi total parallel an der gleichen Stelle aus dem Hauptzweig. Dann sind sie gegenständig. Ja Gott, ich krieg's jetzt selber nicht mehr zusammen. Ich arbeite damit so selten. Egal, jedenfalls so sind sie wechselständig, weil eins ist versetzt, ne? Immer versetzt. Die sind nie nebeneinander aus dem Zweig rauskommend. Und ich blende euch den korrekten Fachbegriff auch noch unten ein, damit das alles stimmt. Aber man vergisst das ganz schnell wieder. Also ich, ja, ich habe das einfach anders gelernt, das Bestimmen. Es ist nicht wissenschaftlich, aber ich verwende draußen in dem Feld wirklich mehr diese intuitive Bestimmungstechnik über einzelne Ausschlusskriterien. Und man muss so viele Ausschlusskriterien können, dass man es halt hinkriegt, ohne auf so Sachen wie wechselständig und so weiter und so fort groß angewiesen zu sein. Aber im Endeffekt, wenn man sich nicht sicher ist, dann hilft das schon. Ja, also das ist für eine 100% sichere Bestimmung muss man genau so einen Scheiß wissen und das kann man nicht auswendig wissen. Dann braucht man eben ein Bestimmungsbuch oder hat eben mit dieser Pflanze so viel zu tun, dass man sie individuell sofort erkennt, weil sie ein alter Bekannter ist, weil man sie dauernd sieht. Und das ist bei mir nicht der Fall. So, und deswegen jetzt hier dieser ganz lange Monolog, weil es mich wirklich, wirklich ärgert. Scheiß Lorbeerkirsche, echt. Ja, offensichtlich wollen die Geister der Gehölzbestimmung irgendwas wieder gut machen. Das ist jetzt wirklich ein Kackrhododendron, ja? Und der hat auch Blätter, die sich eins zu eins wie die Blätter der Lorbeerkirsche anfühlen. Und sieht von den Blättern her wirklich, wie ich finde, total ähnlich aus. Total. Und das Schöne ist, hier drüben steht sie, ich kann euch mal ein Vergleichsblatt hinhalten. Tada, ne? Also wenn man das nicht, ja, ein bisschen unterschiedlich sind sie, aber nochmal, die haben jede Menge verschiedene Sorten. Wenn man also nicht weiß, mit welchen Sorten man es zu tun hat, dann das geht nicht. Das kann man am Blatt allein, aber das Verzweigungsmuster hier, das hatte ich wirklich nicht mehr griffbereit. Seht ihr, die wachsen quasi fast schon quirlartig, auf der Stelle als ein so ein Büschel. Und das tun tatsächlich alle Rhododendren. Ja, und das wusste ich nicht mehr. Vergesse ich jetzt auch nie wieder. Und übrigens, dann, wenn, ne, Trauben dranhängen, dann ist der Scheiß, dann ist die Scheiß Lorbeerkirsche auch gut zu erkennen und dann weiß man auch, warum es eine Kirsche ist. Es hängen nämlich Kirschen dran, Steinfrüchte, also diese üblichen Dinger, ne, die man als Kirsche kennt, sind giftig, nicht essen und invasiv ist das Ding auch und Neophyt und Scheiße, wie gesagt, ganz böse Pflanze. Schlimmere Schimpfwörter darf ich nicht sagen, sonst kriege ich wieder Ärger mit YouTube. Also verdienen kein Geld quasi. Über sowas muss ich neuerdings nachdenken. Egal. So, hier müssen wir jetzt mit Wackelkamera und allem Pipapo leben, weil das ist eine Eibe und die steht unter Naturschutz und da darf ich nichts abreißen. Und deswegen darf ich euch auch nicht die Zweige schön herrichten, damit ihr auch schön erkennen könnt, dass es sich um eine Eibe handelt. Ich habe jetzt Eibe so oft inzwischen erklärt. Das ist ja auch wichtig, damit keiner auf die Idee kommt, sich daraus einen Tannennadeltee zu kochen. Daran ist schon wer gestorben. Und das kann auch jederzeit wieder passieren oder ein Fichtennadeltee oder für was auch immer für einen Nadelbaum man die Eibe hält. Also, wenn die roten Bierchen hier dranhängen, dann ist sie absolut unverwechselbar. Ein Nadelbaum mit roten Bierchen, die Zapfen sind, das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Und ansonsten, wenn ihr es mit der Tanne verwechseln wollt, dann guckt doch mal auf die Unterseite. Seht ihr da irgendwelche weißen Streifen auf den Nadeln? Nein, seht ihr nicht, da sind nämlich auch keine. So, und
sobald ihr keine weißen Streifen auf den Nadeln habt und das Ding auch nicht sticht. Ja, alle Fichten sind zumindest ein bisschen stechend und die Douglasie hat auch so mehr oder weniger undeutlich zumindest Ansätze von weißen Streifen unten dran. Dann könnte es sich um eine Eibe handeln und wenn das Ding dann auch noch eine Wuchsform hat, ja, einen Stamm angucken, ist auch noch ganz interessant, die so ausschaut, das ist ein sehr altes Exemplar, also für Eibenverhältnisse sehr alt. Die werden zwar uralt, wachsen aber auch unglaublich langsam und deswegen ist das durchaus ein altes Exemplar. Dann ist es garantiert keine Tanne, keine Fichte, keine Douglasie, sondern was bleibt dann noch übrig an heimischen Nadelgehölzen, die halbwegs so aussehen, als ob sie Tanne, Fichte, Douglasie sein könnten. Die Eibe, ganz genau. So, und die ist tödlich. Und zwar wirklich tödlich und das auch schon in relativ geringer Dosierung. Also Pfoten weg. Aber das sage ich schon, habe ich schon ganz oft gesagt und werde ich sicherlich immer wieder noch sagen. Aber ja, fürs Erste gehen wir weiter. Nochmal Wackelkamera. Ich kann hier nämlich, der Weg ist etwas schmal, mein Stativ nicht aufstellen. Das ist jetzt der Spitzahorn, ja? Also den habe ich jetzt zwischendrin auch gefunden. Ich habe schon eindeutigere Spitzahörner gesehen, aber es gibt verschiedene Indizien. Motorräder. Schlimmer als Lorbeerkirschen. Es gibt nicht viel, was schlimmer ist als Lorbeerkirschen. Außer vielleicht Esskastanien unter gewissen Bedingungen. Insiderwitz. Verstehen jetzt nur 8 Leute, aber macht nichts. Die, die es verstehen, werden wissen, was ich meine, ne? Scheißdinger. Gut, egal. Jedenfalls, also es sind wirklich nur 8 Leute. Das hier kann man jetzt an mehreren Sachen erkennen, dass es sich um einen Spitzahorn handelt. Nämlich, erstens, da fehlt der rote Stiel. Ja, Stiel nicht rot, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Das ist schon mal Indiz Nummer 1. Das ist schon mal verdächtig. Zweitens, er hat grannenartig zugespitzte Blattspitzen und das überall. Das kann auch mal beim Bergahorn vorkommen, aber beim Spitzahorn muss das so sein. Und drittens, hier die Buchten, die sind, auf den ersten Blick sehen sie relativ scharfkantig aus, sind aber, wenn wir dann näher hingucken und vor allen Dingen von der anderen Seite gucken, leicht abgerundet. Ja? Also die sind nicht, da ist noch so ein kleiner Lappen drin, hier so seitlich kann man es auch schön sehen, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass wir in den Buchten keine eine Rundung haben. Ja? Also keinen Winkel, sondern es ist leicht abgerundet. Oft ist das deutlich besser zu sehen mit der Rundung. Hier zum Beispiel, da ist deutlich runder. Ja, das sieht man sofort, dass das rund ist. Ja? Aber manchmal muss man die Rundung ein wenig suchen. Aber damit haben wir alle Merkmale zusammen, dass es sich hierbei um den Spitzahorn handelt. Ist hier nur ein einziges Exemplar, was da hinten in ganz klein am Hang steht. Moment, wo steht er denn? Da. Kann man sehen? Ja, ich hoffe es. Wenn nicht, dann gehen wir trotzdem weiter. So, hier nochmal eine schnelle Baumart mit Wackelkamera. Es geht um dieses Ding hier. Das ist, vielleicht weiß es hier, achso, ich soll euch ja erst raten lassen. Naja, gut, dann ratet. Jetzt habt ihr geraten. Und jetzt können wir hier auch wieder mal was, das ist wieder was, wo man auf die Verzweigung gucken muss. Ja, die Verzweigung ist jetzt nicht direkt so, dass das jetzt traubenförmig aus einem derselben Knospe gefühlt nach alle Richtungen, in alle Richtungen schießt. Aber wenn wir sie uns doch so mal ein bisschen die Dinger angucken, sieht es schon so zumindest ein bisschen so aus, dass das irgendwie verdächtig so ausschaut, als könnte es möglicherweise, also für jetzt die botanisch Bewanderten, eine Kirsche sein. Ja, es hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit dem Faulbaum, aber es ist doch eine Kirsche. Und zwar ist das die überaus invasive und überaus unbeliebte spätblühende Traubenkirsche. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann Prunus serotina, aber das müsste ich nachlesen. Ich sage es jetzt trotzdem in der Hoffnung, dass es stimmt und sonst muss ich mich hinterher wieder aufregen. Aber, habe ich schon gesagt, dass Motorräder die Pest sind. Schlimmer als spätblühende, ungefähr auf einer Stufe mit spätblühender Traubenkirsche. Also die ist wirklich was, wenn man ein Naturschutzgebiet hat und man hat spätblühende Traubenkirsche, dann hat man ein Problem. Das Zeug ist extrem invasiv. So, und wie kann man das jetzt super einfach bestimmen? Also erstmal, wenn man mal erkennt, dass die Blätter so irgendwie kirschenmäßig aussehen, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Und wenn man jetzt die Rinde anritzt, leider habt ihr ja nur 2 Sinne, ihr Zuschauer, ihr könnt nur gucken und hören. Ich kann auch schnüffeln.
Und dann stinkt das Ding widerlich. Und gerade wenn man schon mal viel Zeit damit verbracht hat, zu versuchen, spätblühende Traubenkirsche aus irgendeinem Wald wieder rauszukriegen, wo sie drin ist, dann kennt man diesen Geruch. Weil wenn man da welche entfernt hat, irgendwann hat man diesen Geruch den ganzen Tag in der Nase und die riecht wirklich intensiv. Und das hilft dann sehr beim Bestimmen. Jetzt kommt gleich Gegenverkehr. Also Schnitt. So, hier steht so ein einzelner Stamm in der Landschaft. Den kriege ich jetzt wegen Gegenlicht natürlich wieder nicht besser. Ach, scheiße. Dann nehmen wir den. Es ist doch alles ein Elend. Ich gehe nicht mehr abends raus. Doch, mache ich am liebsten. Hier haben wir es jetzt zu tun vom Stamm her. Wer errät sofort? Es erraten jetzt bitte ganz viele sofort, worum es sich handelt. Es ist natürlich, ne? Ich zeige euch auch mal noch ein paar Nadeln, wenn ihr es noch nicht erraten habt. Und hier kommen die Nadeln eingeflogen. Ja, sieht so verdächtig tannenartig aus, ist es aber nicht. Und jetzt wisst was. Ne? Jetzt wissen es alle. Es ist natürlich Pseudozuga menziesii, die Douglasie. Ja? Auch hier wieder geruchstechnisch, reibt ein paar Nadeln, riecht dran. Wenn es nach Orange riecht und ihr eine entsprechende Nase habt, die das wahrnehmen kann, kann nicht jeder. Da gibt es durchaus Leute, die da Schwierigkeiten haben. Aber wenn man jetzt nicht den ganzen Tag an Nadeln rumreicht und reibt und ohnehin schon nach was weiß ich was stinkende Pfoten hat, dann kann dieser Geruchstest auch sehr eindeutig sein. Und ja, ich sag mal, wenn es Douglasienartig riecht, dann ist es in 90% der Fälle auch eine Douglasie. Und wenn dann etwas mit ganz offensichtlich der schönen, knochigen, leicht korkartigen, gerade im alten Zustand, Douglasienborke hier rumsteht, dann ist es relativ logisch, dass der kleine Baum, der nebendran steht, von dem ich jetzt gerade den Zweig hatte, auch eine Douglasie ist. Und dann ist es bei Douglasie fast schon ein Bestimmungsmerkmal. Machen wir mal Folgendes. Achtung, festhalten. Wusch! Douglasien sind riesig, ja? Nichts ist so hoch wie eine Douglasie, nachweislich. Höchster Baum Deutschlands ist nämlich eine. Und die haben wirklich Dimensionen, die sind fast schon ein Bestimmungsmerkmal. Ja, ich habe jetzt die Krone nicht, das ist jetzt wieder mit dem Gegenlicht schwierig, aber man konnte ungefähr die Dimensionen etwa abschätzen. Ne? Also wirklich riesig, die Dinger. Das ist typisch. Ups. Ja, hier wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Da stehe ich euch im Bild, ne? Ich wollte ja eigentlich wo ganz anderes hin. Jetzt haben wir schon wieder diese Aussicht. Die verfolgt uns irgendwie. Das ist jetzt halt so. Dann drehe ich halt um, gehe in die andere Richtung, aber zeige euch noch die Kirsche. Ich habe da drüben eine Kirsche gesehen. Also eine Kirsche, also eine richtige Kirsche. Nicht die olle böse, spätblühende Gedönskirsche, sondern die richtige Kirsche. Wo ist sie denn? Irgendwo hier war sie. Ansonsten, das da ist alles Douglasie, zwischendrin steht Eibe drunter. Das ist übrigens ziemlich tödlich, ne? Also wenn man hier jetzt denkt, oh, alles Douglasie, das war die Eibe. Ne? Das hier, die Eibe, da drüben, das da, die Douglasie. Ja? Also, es ist schon ein bisschen Ahnung von Baumbestimmung zu haben, schadet nicht, wenn man vorhat, da irgendwas zu essen. Ne? Das schadet wirklich nicht. Hier haben wir jetzt die Kirsche. Uff, gar nicht so einfach. Aber immerhin falle ich hier nicht gleich in den Tod. So, jetzt könnt ihr sie sehen und ich hänge hier im GS. Das macht aber nichts, weil ihr seht die Kirsche. Die Kirsche am Stamm super zu erkennen, die hat nämlich Querrisse. Ja? Also immer schön quer, so ringsrum. Sie ist quasi geringelt, wenn man so möchte. Ja, ganz charakteristisch hat jede Kirsche. Die sind mal größer, mal kleiner. Hier sind sie sehr, sehr groß. Aber sie sind charakteristisch. Für unsere heimische Kirsche, ja, die Prunus avium. Gut, und jetzt gehe ich dahin zurück, wo ich falsch abgebogen bin. So, große Überraschung des Tages. Ihr seht hier rechts im Bild, wir haben einen Stamm. Und wir haben an diesem Stamm Blätter und die hängen darunter. Und wie sehen diese Blätter aus? Schaut mal hier. Die sehen verdächtig aus wie, wer jetzt spontan Hasel gedacht hat, hat recht. Das hier ist tatsächlich Corillus coluna, irgendwie so, muss ich auch nochmal nachlesen, wie das Ding jetzt exakt heißt, die Baumhasel. Ganz was Seltenes,
cool, dass hier eine rumsteht. Zu der muss ich nämlich noch einen Teil Zukunftsbäume machen. Oder zumindest, ja doch, muss ich wirklich. Die sind super selten noch, haben aber ein gewisses Zukunftspotenzial. Sie bilden, wie man hier schön sehen kann, durchaus tatsächlich einen brauchbaren Stamm, ne? Der auch schön gerade wächst und werden absolut baumförmig. Ja? Also das ist schon absolut als Baum zu bezeichnen. So, woran erkennt man die? Erstens, sie ist ein Baum. Ja, sie ist kein Strauch, wichtig. Und zweitens, sie hat Blätter, die so haselartig aussehen. Und drittens, sie ist nicht eine Ulme. Das ist auch nochmal wichtig. Ja, weil der andere Baum, der so haselartige Blätter hat und ein Baum ist, das sind eben halt die Ulmen. Sowohl Flatter- als auch Bergulme kommen da in Frage. Feldulme weniger, wobei ausschließen würde ich es auch nicht. Aber Ulmen haben immer einen asymmetrischen Blattgrund, und dieser asymmetrische Blattgrund beginnt da, wo der Stiel anfängt. Ulmen haben alle nicht noch hinter dem Blattgrund, also wo der Stiel aufhört und das Blatt anfängt, hinter dem Blattgrund wachsende Blätter. Gibt es nicht bei Ulme. Ja? Die haben am Stiel die eine Seite ein bisschen weiter runtergezogen, die andere Seite ein bisschen weiter hochgezogen. Ich kann euch das nur wirklich schön zeigen, wenn ich meine Ulme finde hier im Laufe des Videos. Aber das hier ist tatsächlich in allem ein Haselblatt. Fühlt sich haselig an. Gerade auch die Textur ist ganz, ganz wichtig. Das muss sich so richtig, richtig nach Hasel anfühlen und nach Hasel aussehen und von einem Baum stammen. Und wer dann da zusätzlich auch noch so eine schöne Rindenstruktur hier hat, wie hier, was durchaus nicht uncharakteristisch ist. Ich sage jetzt nicht, es ist ein Bestimmungsmerkmal und versteift euch nicht drauf, aber es ist auch nicht uncharakteristisch. Dann haben wir es tatsächlich mit der Baumhasel zu tun. Sehe ich nur sehr, sehr selten. Deswegen stand ich hier jetzt auch gerade eine Weile und habe überlegt, ob es wirklich eine ist. Aber ja, ist es. Ja, jetzt habe ich eben die Wahl, bei scheiß Geräuschkulisse weitermachen oder warten, bis dunkel ist. Da warten, bis dunkel macht, ist nicht wirklich eine Option ist, muss ich halt bei scheiß Geräuschkulisse weitermachen. Wer arbeitet denn noch bitte um 18.30 Uhr mit, was immer das für eine Maschine ist? Naja, egal. Das hier jedenfalls vom Stamm her sieht verdächtig nach Mammutbaum aus. Redwood, Stichwort Redwood. Und das hier ist genau der Redwood, ja. Der Riesenmammutbaum oder beziehungsweise Bergmammutbaum, wie man ihn so gerne nennt, den Sequoia Dendron Giganteum, der Mammutbaum schlechthin quasi, der hat eine ganz, ganz ähnliche Rinde. Also rein von der Borkenstruktur her sind die sauschwer zu unterscheiden. Und jetzt kommt auch noch die S-Bahn. Grrr, da unten das Gelbe. Sieht man? Nein, sieht man nicht. Egal. Jedenfalls ganz, ganz ähnlicher Stamm. Ja, ganz, ganz ähnliche Borke. Aber... ja, das ist jetzt auch wieder schwierig. Ich will ja den Hang nicht runterfallen und will meine Kamera nicht verlieren. Könnt er halbwegs, ich hoffe es, man kann halbwegs erkennen, die Nadeln, die sind so ein bisschen tannenartig. Ja, das ist also nicht dieser lange Schuppenstrang wie beim Sequoia Dendron Giganteum. Vielleicht finde ich auch im Internet noch ein Bild, was ich hier einblenden kann. Ich komme einfach jetzt nicht besser ran und mehr Zoom hat jetzt dieses Objektiv auch nicht. Habe auch keins dabei, das welchen hätte. Das blende ich euch dann gegebenenfalls wirklich nochmal irgendwo ein. Aber der hier, den gibt es hier jedenfalls auch. Also das ist einer der drei sogenannten Mammutbäume. Es gibt einmal eben die beiden richtigen Mammutbäume, Sequoia sempervirens. Da steht es nochmal. Sequoia Dendron Giganteum. Achtung, die haben alle einen unterschiedlichen Vornamen. Ja? Sequoia und Sequoia Dendron ist nicht dasselbe. Die gehören also nicht zur selben Gattung. Lediglich glaube ich irgendwie eine ähnliche Familie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann gibt es noch Meta Sequoia Glyptostroboides. Der hat also auch schon wieder ein Sequoia im Namen. Ist aber gar nicht, überhaupt nicht verwandt mit den anderen zwei, die einen Sequoia im Vornamen haben. Ja? Also da darf man, die darf man nicht verwechseln. Das ist aber kompliziert, erzähle ich auch mal irgendwann andermal. So, hier wieder was, wo ich den Kamerakran machen muss. Moment. Da. Es steht ja jetzt leider schon dran, aber das hätten, denke ich, die meisten eh nicht erraten. Data
Das ist Pinus ponderosa, ja, von der Ponderosa Farm. Da kommt die her. Nein, tut sie nicht. Aber aus der Ecke, ne? Glaube ich zumindest, theoretisch. Ich habe keine Ahnung, wo genau die Ponderosa Farm ist. Jedenfalls, auch Gelbkiefer genannt, ist wahrscheinlich die Kiefer mit dem schönsten Stamm, mit der schönsten Borke. Sieht hier jetzt gar nicht so schön aus, liegt daran, dass die noch nicht alt genug ist. Denn wenn sie alt wird, dann bildet sie einzelne glatte, in sich glatte, gelbliche Borkenschuppen mit einem, ja, dunkleren Rand. Ja? Und das sieht total irre toll aus. Das Blöde ist halt bloß, dafür muss sie erstmal alt werden. Und hier in Deutschland habe ich noch nie eine gesehen, die diese typische Pinus ponderosa Borke ausgebildet hat. Vielleicht weiß zufällig jemand, wo eine steht. Ja, aber man kann so ein bisschen erahnen, teilweise, dass es vielleicht mal eine hübsche Borke geben könnte. Mehr aber leider, leider auch nicht. So, und dann der Vollständigkeit halber noch diese Kiefer hier. Man erkennt auch anhand der Borke, ja, es könnte eine Kiefer sein, ne, für diejenigen, die sich auskennen. Sie ist viel, viel feiner strukturiert, als man das von den meisten Kiefern gewöhnt ist. Eine viel weniger grobe Borke. So, und jetzt gucken wir mal hier noch in den Himmel und erkennen so einzelne Nadelbüschel. Ich denke, die können wir erkennen. Und diese Nadelbüschel erkennen wir kaum gegen den Himmel. Und warum nicht? Na, weil die Nadeln sehr, sehr dünn sind und sehr weich sind und sehr biegsam. Und würde man an die Nadelbüschel rankommen und sich die damit ein bisschen im Bart kitzeln oder alternativ im Gesicht, wer keinen Bart hat, was ich nicht verstehen kann. Ja, also auch nicht bei Frauen. Warum haben die keinen Bart? Nein, Quatsch. Egal. Jedenfalls, damit kann man sich ganz wunderbar wo auch immer kitzeln und es fühlt sich angenehm an. Das ist jetzt wirklich ein bescheuertes Bestimmungsmerkmal. Es prägt sich aber gut ein. Wir haben das Ding gerne im Studium als Kuschelkiefer bezeichnet, weil es noch am ehesten die Kiefer ist, mit der man tatsächlich ganz gut kuscheln kann, also so von den Nadeln her, ja. Die sind also wirklich super weich, elastisch, pieken in keinster Weise und sind sehr angenehm. Ja, das ist eine Eigenheit von der Strobe. Die Strobe steht auch durchaus mal im Wald rum. Haben wir auch mal wieder was aus Amerika kommt, wo man dachte, könnte man bei uns toll anpflanzen, könnte man wahnsinnig viel Geld mit verdienen. Hat bisher immer noch nicht funktioniert, wird wahrscheinlich auch nie funktionieren, aber ja. So, wir nähern uns dem Ende des Tageslichts schlicht und ergreifend, also so, dass ich noch halbwegs vernünftige Aufnahmen machen kann. Und das Problem ist jetzt folgendes. Eigentlich ist hier ja ein Arboretum. Heißt, hier gibt es ausgewählt viele Baumarten. Es sind noch exotische Baumarten hinzugepflanzt worden, dadurch, dass hier eine Mordsbaumartendichte herrschen sollte. Und ich könnte euch theoretisch hier jetzt also einen Haufen super fancy sonst was Kiefern zeigen. Das Problem ist nur, das sind alles Sachen, die man wirklich auch nur im Arboretum dann auch findet, weil die gibt es draußen nicht. Pinus petuche, petiche, ne, sieht halt auch aus wie eine Kiefer. Und ganz ehrlich, da bin ich raus. Ich kenne nicht jede Kiefer. Es gibt jede Menge Kiefern auf der Welt. Von den Nadeln her, aua, ist das Ding erstens mal relativ stechend und zweitens sieht ziemlich aus wie Pinus nigra, irgend so eine Kreuzung zwischen Pinus strobus und Pinus nigra. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, da bin ich einfach raus. Irgendwann weiß man nichts mehr dazu. Irgendwann muss man es nachlesen. Man kann nicht ein Anekdötchen zu wirklich jedem Baum, der theoretisch bei uns wachsen könnte, wenn man ihn dann hinpflanzt, kann man nicht kennen. Und das Dumme ist jetzt, abgesehen davon, dass ihr jetzt einen Haufen Kiefern, von denen ich noch nie was gehört habe, rumsteht. Die sind alle, fast alle, in einem äußerst miesen Zustand und man kommt nicht gescheit an die Nadeln dran. Das war aber jetzt noch eins der besseren Exemplare. Ja, da waren jetzt noch alle möglichen, die einfach nach ihrem Entdecker benannt sind. Also Pinus Reichmannii, weil ein Herr Reichmann sie entdeckt hat. Falls es das gewesen ist, ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich den Namen auch gerade erfunden. Kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, aber sowas. Ja, dann wird es irgendwann unspannend. Ja, das brauche ich euch deshalb auch nicht alles erzählen. Und wie gesagt, ich kann dazu nicht wirklich irgendwas Sinnvolles beitragen. So,
dann, jetzt Adle, um das Ganze ein kleines bisschen abzurunden, das Ding da, also hier über die Brücke und dann dieser Stein und da drauf dieses Kanzelchen. Das Kanzelchen war ursprünglich nicht da, aber den Stein, den gibt es schon lange. Nämlich, wer war es denn? Ach ja, genau, Wolf Eberstein. Wolf Eberstein, der hat da oben auf der Burg gewohnt. Ich gehe mal aus dem Bild, dann kann man das besser sehen. Oben auf der Burg hat er gewohnt und dann kamen die Feinde. Ich kriege jetzt auch nicht mehr zusammen. Also aus dem Schild steht es wahrscheinlich, will ich aber nicht alles ablesen, wäre ja langweilig. Dann kamen jedenfalls irgendwann mal die Feinde, die ihm ans Leder wollten. Er hatte sich wohl mit den anderen Adelshäusern ein bisschen bekriegt und mit denen ganz arg angelegt. Und die kamen dann und haben ihn belagert. Und er war eigentlich nur zu Besuch und hatte auch jetzt seine ganze Armee nicht dabei und musste fliehen. Also Ritter mit dem Pferd hier runter, den Hang runter, bis eben zu dieser Stelle und auf diesen Felsen. Jetzt fragt mich nicht, wie er da drauf gekommen ist, in Anbetracht dessen, dass es damals noch keine Brücke auf diesem Felsen gab. Wir gucken uns das jetzt mal an, ja. Aber der Wolf Eberstein, der konnte das halt. Der war halt krass, ne? Und ja, also nochmal, keine Ahnung, wie der durch diese Schlucht da einfach drüber gesprungen vielleicht auf den Felsen. Das wäre möglich. Es muss nämlich ein wirklich tolles Pferd gewesen sein. Denn als er dann eben festgestellt hat, dass er nicht weiter flüchten konnte, weil hier ja jetzt eben nun mal der Felsen kommt und dann geht es da runter, da sprang er mitsamt seinem Pferd ja von diesem Felsen in die Murg. Und wie durch ein Wunder und göttlichen Beistand ist ihm dabei nichts passiert und dem Pferd angeblich auch nicht. Also da gibt es zwei Varianten von der Geschichte. Es gibt einmal die tierfreundliche, da ist dem Pferd auch nichts passiert. Und es gibt einmal die Variante, die Geschichte, da ist das Pferd halt tot gewesen, aber der Wolf von Eberstein, der hat noch gelebt. So, und dann gehe ich jetzt mal wieder zurück, weil hier ist hoch. Und wer das noch nicht weiß, ich hab's da nicht so mit, wenn es hoch ist. Ist nicht so meins. Wer kennt diese Eiche? Na, was ist es? Was ist es? Was ist es? Wer kennt's? Ah. Seht ihr? Es ist die Traubeneiche, denn die Eicheln stehen in Trauben dran. Hier kann man es auch noch mal schön sehen. Aber die hatten wir schon letztes Mal. Hier ist alles voll mit den Dingern, deswegen ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Gut. Dann darf ich mich bedanken fürs Mitkommen, für noch ein paar Bäume und Sträucher kennenlernen. So viele waren es jetzt, weiß ich gar nicht, wie viele es gewesen sind. Ich entschuldige mich für das Drumherum-Gelabere, was eigentlich gar nicht zur Thematik gehört, aber hat jetzt trotzdem stattgefunden. Ich hoffe, das ist auch okay. Und ja, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, aber mal gucken. Vielleicht habe ich demnächst noch mal Lust. Aber fürs Erste sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal und dann sehen wir weiter. Und vielleicht machen wir auch noch einen Winterkurs. Knospenbestimmung, haben sich auch viele gewünscht. Tschüss.